Urs Clemens, ihr seid vom Kanton Freiburg. Was hat auch jetzt hier auf die Brigg geführt? Wir sind auf die Brigg gekommen, weil wir eine Woche Ferien geplant haben und nicht sonst irgendwo ins Ausland gehen können. Dann haben wir die Gelegenheit benutzt, um mal im Wallis verschiedene Örtchen anzuschauen, die wir eben nicht so kennt haben. Wir sind vor allem zu Zermatt gewesen, Skifahren, aber die anderen Orte, Saastal, Grächen, Leuk und so weiter, haben wir weniger kennt. Dann sind wir auf Brigg, weil das ein zentraler Ort ist, ein schönes Örtchen natürlich, ich habe schon kennt und von da aus ein guter Ausgangspunkt ist. Jetzt sind der vier Tage hier in Brigg gewesen. Was habt ihr denn so gemacht? Ja, unter Tag sind wir eben Ausflug gemacht und so Nachmittag, Abend natürlich hier im Städtchen gewesen. Ein bisschen schöne Altstädtchen geniessen, hier essen. Ja, das war etwas. Was hat dir jetzt hier in der Stadt Brigg selber ganz gut gefallen? Ja, es ist ein schönes, kleines Altstädtchen. Wirklich sehr, sehr schmuck. Das ist eigentlich noch schön da. Und viele Läden, klar, kennen wir vieles auch von zu Hause, aber es ist wirklich ein schönes Städtchen. Er hat mir vorher erzählt, normalerweise geht er auf Italien in die Ferien. Jetzt hat ja die Grenze seit dem 3. Juni für die Schweizer wieder offen. Ist einfach gleich noch die Angst, dass man nicht gehen will? Es ist nicht eine Angst, aber wir haben uns gesagt, eigentlich für dieses Jahr ist Auslandferien im Moment kein Thema. Jetzt schauen wir, dass wir hier in der Schweiz etwas machen können. Und jetzt heute geht es wieder ab auf Freiburg? Jetzt gehen wir wieder heim, ja. Wir haben vier Tage hier verbracht. Dann wünsche ich auch eine gute Heimreise und hoffentlich auf bald einmal. Merci euch, danke.